ich bin Svani und heute gibt es mal wieder ein Video mit meiner Schwester. Und zwar machen wir die Challenge. Wer würde er? Richtig. Erst mal überlegen. Ich hatte euch auf Instagram ja nach Fragen gefragt und diese Fragen habe ich hier auf meinem wundervollen Handy und die werde ich gleich stellen. Ja, statt Schilder haben wir gedacht, wir sind mal so cool und nehmen Schuhe. Welche Schuhe wessen sind, brauchen wir glaube ich nicht zu erklären. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Genau, also wenn wir der Meinung sind, dass ich etwas eher machen würde als Antonia, dann zeigen wir meinen Schuh und andersrum halt den schwarzen Schuh. Und wir sind nicht in meiner normalen Umgebung, wir sind in unserer Stube und das ist unser sexy Tannenbaum. Cool, ne? Ich weiß, er sieht nicht schön aus, aber wir tun so. Nicht wundern, wenn ich gleich so ein bisschen nach links gucke, denn mein Handy liegt da und da sind die Fragen. Die erste Frage ist, wer würde eher ins Ausland auswandern wollen? Eins, zwei, drei. Wir sind gut. Ja. Okay, also ich würde nie auswandern. Irgendwie ist es nicht so mein Ding. Ich bleib lieber hier. Ich würde wahrscheinlich nach Amerika auswandern. Das ist auch so ein kleiner Traum von mir. Wer würde eher 10 Hunde kaufen? Eins, zwei, drei. Hä? Du nicht oder was? Nein. Hallo. Also du würdest eher 10 Vögel kaufen. Ich würde eher sagen, einen Hund kaufen, aber 10, ich bin ja auch nicht irgendwie krank oder so. Also ein Hund reicht und wenn ich schon 5 Wellensittich habe, brauche ich nicht noch 10 Hunde. Deswegen würde ich eher sagen, auf jeden Fall Antonia, viel Spaß mit 10 Hunden. Die nächste Frage ist, wer würde eher Vegetarier sein? Eins, zwei, drei. So oft wie ich Fleisch esse. Also ich esse kein Gemüse und kein sonst was, deswegen wäre ich vielleicht eher ein bisschen schlecht dran als Vegetarier. Stimmt auch wieder. Wenn ich Vegetarier wäre, würde ich nicht mehr lange leben. Bei dir ist es schwierig, aber ich würde nicht Fleisch aufgeben können. Tut mir leid. Okay, keiner von uns eigentlich. Weiß nicht. Also ich würde Fleisch aufgeben, ja. Aber was soll ich stattdessen essen, wenn ich schon nichts anderes esse? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, das ist dann aber eher sozusagen du, weil du würdest es ja, okay, aufgeben, aber du isst halt nichts anderes. Ich würde mich opfern. Wer würde eher sein Handy verlieren? Eins, zwei, drei. Hi. Ich habe mein Handy immer in meiner Hosentasche und da bleibt es. Also jetzt weiß ich noch, dass mein Handy auf dem Tisch liegt, aber nachher liegt es da nicht mehr. Deswegen, das ist immer ein bisschen schwierig. Wer würde eher sein Handy ins Klo fallen lassen? Eins, zwei, drei. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber so oft wie ich. Wie gesagt, mein Handy ist immer in meiner Hosentasche, in der hinteren Hosentasche und dann... Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn man auf Klo geht? Ja, das erste Mal hatte ich das in meiner Hosentasche, sonst habe ich es eigentlich dann nicht. Und dann weiß ich noch, da war ich bei Maltes Oma und Opa, war ich da, also von meinem Freund. Und da ist mir das erste Mal passiert. Das war voll unangenehm, aber die haben nichts bemerkt. Wer würde eher heiraten? Eins, zwei, drei. Kommt ihr alle zu meiner Hochzeit? Nein. Wer würde eher den Geburtstag deiner Eltern vergessen? Eins, zwei, drei. Beide. Wir haben ihn beide vergessen. Mehrmals. Wer würde eher auf Silvester verzichten? Eins, zwei, drei. Ja, ich weiß nicht. Also Silvester ist nicht so ganz mein Ding. Ich bin auch zu faul rauszugehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir alles zu laut und ist nicht so mein Ding. Bei dir voll, ne? Schön alles kaputt knallen. Wer würde eher Make-up-Artist werden? Au, oh, hast du mein Bein knacken gehört? Ja. Okay, wer würde eher Make-up-Artist werden? Eins, zwei, drei. Gott. Okay, wer würde eher die Zahnbürste des anderen benutzen? Eins, zwei, drei. Ernsthaft? Hä, du und Malte, ihr habt beide, ne? Wir haben sie mal vertauscht. Nein. Ja? Die haben wirklich, die beiden hier haben ihre Zahnbürsten in einem Glas und die sehen wirklich exakt gleich aus. Nein, auf meiner Zahnbürste ist unten so ein Herzchen und auf seiner nicht. Das ist der Unterschied. Ja, hast du noch nicht bemerkt? Nee, meinst du, ich eure Zahnbürsten dann so, cool. Ja. Wer würde eher sein gesamtes Geld bei DM ausgeben? Eins, zwei, drei. Hey! Das ist jedes Mal so. Antonia sagt zu mir, ey, komm, lass mal zu DM oder zu Butni gehen. Und dann sage ich, ja, okay, ich kaufe aber nichts. Und im Endeffekt kaufe ich alles. Ja, aber auch ich nur, so weil viel finde. Ich würde es machen, ich habe einfach nur nie Geld. Ja, und seitdem ich Geld habe, ist es gar nicht so gut. Wer würde eher den Weihnachtsbaum verbrennen? Wir haben ihn doch erst gestern geschmückt. Warum sollten wir den verbrennen? Okay, wer würde eher ein Hausschwein kaufen? Eins, zwei, drei. Verdammt, warum? Weißt du, wie groß die Dinger werden? Selbst so ein Mini-Hausschwein, das ist, wenn das klein ist, ist das... Also ich glaube, ich würde mir eins kaufen, aber nur, wenn ich keine Wellensittiche hätte. Wieso? Weil, also wenn man 5 Wellensittiche hat, würde ich mir, glaube ich, gar kein Tier, also so ein Hund oder so ein...
Tier wie Hunde würde ich mir gar nicht mehr zulegen, weil es sonst zu viel wird. Aber wenn ich jetzt keins hätte, ja, dann würde ich mir ein Hausschwein zulegen. So ein Tier wie Hunde. Unser Papa wollte sich mal ein Hausschwein zulegen. Aber wir haben keins bekommen. Wer würde eher von zu Hause ausziehen? 1, 2, 3. Wir ziehen einfach beide aus. Wer würde eher eine Weltreise machen? 1, 2, 3. Wir machen eine zusammen. Du bezahlst. Kein Ding. Okay, jetzt kommt deine Frage. Wer würde sich eher betrinken? 1, 2, 3. Ich trinke nicht, also das ist eindeutig. Okay, wer würde eher mit einem Bobbycar durch den McDrive fahren? 1, 2, 3. Ich glaube, ich würde mich das nicht trauen. Irgendwie bin ich dafür nicht der Typ. Ich habe keine Würde. Keine, ich kann es aber filmen. Ich kann es filmen, wenn du möchtest. Dafür bin ich der Typ. Ja. Wer würde eher ein Jahr lang nur Fastfood essen? 1, 2, 3. Essen wir auch so schon. Fastfood, ja, aber ich meine jetzt so oft wie ich bei McDonald's bin. Nur weil du öfters da bist, weiß ich, dass ich nicht nur Fastfood essen würde. Ja, wer würde sich eher ein Tattoo stechen lassen? 1, 2, 3. Also ich würde mir später auch gerne eins stechen lassen, aber wie gesagt, erst später. Deswegen schätze ich mal, Antonia ist vor mir dran. Mal gucken. Vor mir dran, ich bin fertig. Okay, wer würde eher seine Haare blau färben? 1, 2, 3. Also ich habe kein Problem damit, meine Haare zu färben, aber blau ist nicht in meiner... Ne? Ne? Das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und falls ihr weitere Videoideen habt, die wir irgendwie abdrehen sollen, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!